Wenn du über 30 bist, fragst du dich vielleicht, was zum Fick ist Arcane? Arcane ist die animierte Streaming-Fernsehserie von Netflix zum Spiel League of Legends. League of Legends, auch LOL genannt, ist ein MOBA. Und nicht zu verwechseln mit Dota 2, ebenfalls ein MOBA. Aber wenn ihr dieses Review guckt, dann wisst ihr das wahrscheinlich sowieso. Vi, ihre kleine Schwester Powder und ihre diebischen Freunde brechen wo ein. Eine kleine blaue Kugel fällt aus einer Tasche und jagt den ganzen Scheißladen in die Luft. Das ist meine In-Depth-Zusammenfassung des Plots der ersten Folge. License and registration, please. What seems to be the officer problem? Arcane ist eindeutig von einem Game inspiriert. Ich fühlte mich, als würde ich mir eine stundenlange Cutscene ansehen. Cutscenes sind Szenen in Videospielen, die das Spielgeschehen unterbrechen, meist um Story zu erzählen. Eine schöne Cutscene, aber eine Cutscene. Wie von Telltale Games zum Beispiel. I'm glad you're not dead. Me too. Nur in High Budget und im Jahr 2021. Warum ist das schlecht? Computerspiele sind vielleicht die komplexeste aller Kunstformen. Sound, Design, Grafik, Sprache, Schauspiel, Musik, Animation, bla 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 bla. Alles muss stimmen. Und das verdammte Spiel muss auch noch Spaß machen. Da macht man schon mal ein paar Abstriche in einzelnen Bereichen. Ja, da fällt's weniger auf, wenn mal einer der Faktoren nicht Goldstandard ist, sondern nur fast. Hauptsache, das große Ganze ist geil. Arcane ist eine animierte Serie. Aber die Animationen von Arcane, die sind gar nicht mal so gut. Geht so. Meh. There, I said it. Warum laufen diese Enforcer so merkwürdig? Warum geht dieser Mann so seltsam? You had one job, Arcane. Warum offenbar niemand auf Rotten Tomatoes oder sonst im Internet darauf eingeht, ist mir ein absolutes Rätsel. Vielleicht ist das auch einfach Geschmackssache. Vielleicht bin ich einfach kein Fan von diesem Style. Ja, gebt mir die Echos von Japan in der Showa-Ära. Ah, das ist eine schicke Animation. So läuft man, Gottverdammt! Okay, ich schweife ab. Fazit: solide geschrieben, geile Hintergründe, gute Sprecher, Musik nice, Gesichter okay, Animation meh. Für mich fallen die Animationen in die Uncanny Valley zwischen Computerspiel und einer animierten Streaming-Fernsehserie. Aber was weiß ich schon. 7 von 10, wenn mir LOL nicht scheißegal wäre, würde ich mehr als die erste Folge ansehen.